Nun, ihr Leute, gebt jetzt Acht. Jetzt nehme ich euch in Sagenhaft. Die weiße Frau zu Detmold. Auf den meisten Edelhöfen im Lippischen, namentlich aber auf dem Schlosse zu Detmold, lässt sich zu Zeiten eine weiße Frau sehen. Man sagt, dass sie eine lippische Gräfin sei, welche sich gewünscht hatte, an allem Leid und aller Freude ihrer Familie ewig teilnehmen zu können. Sie geht deshalb noch immer um. Sobald in der fürstlichen Familie eine Geburt oder ein Trauerfall stattfindet, tritt letzterer ein, so erscheint sie in grauer Kleidung. Man hat sie oft von der Kanzlei nach dem Schloss hinübergehen sehen, so dass der Posten dort nicht gern auf der Wache zu stehen pflegt. Denn wer sie sieht, muss ihr seine Referenz machen. Und die Schildwacht muss das Gewehr präsentieren. Wenn das einer vergisst oder gar neugierig nach ihr umsieht, so empfängt er einen so heftigen Schlag, dass er nach keinem zweiten verlangt. Nun, was haben wir hier? Einen Geist. Der Geist einer Frau, die ihren Wunsch erfüllt bekommen hat. Nun, weiße Frauen werden immer als Geister betituliert. Sie sind Nebelerscheinungen und können bei Zeiten sogar Sachen bewegen. In dem Fall eine Mischung aus Geist, Nebel und Poltergeist. Als Poltergeist ist er bekannt. Ihr mögt also sagen gern. Bedenket, jede Sage hat einen wahren Kern.